Ja. Ja. Wie hast du das Spiel miterlebt?
ziemlich hautnah. Also ich war sehr nah dran. Erik hat super gespielt, auch nach dem ersten verlorenen Satz, war richtig präsent, hat ja, genau die Taktik, die er hatte, umsetzen können. Und ja, ich freue mich riesig für ihn, dass er den als Adler wieder gelandet ist, weil das war unser Codewort, der Adler landet. Und ja, er hat es geschafft. Und zweimal Landesmeister, das ist schon ganz schön schön. Also den Titel wieder heimgeholt, sozusagen. Glückwunsch an Erik. Du redest von Taktik. Wie war denn die Taktik? Die Taktik war, dominant zu sein, schon, aber jetzt auch mit weicheren Wellen zu spielen. Aufschläge ziemlich ohne alles. Luca kam dabei nicht durch. Und dann Luca immer wieder auf seinem Ellbogen anzuspielen. Mit seiner Rückhand ganz weit in die Vorhand reinzukommen. Also es gab mehrere Stellschrauben und Erik hat immer sehr variabel angesetzt und sehr gut gespielt. Also er war mental viel, viel stärker. Im Zweiten. Ja. Wie fressen dich? Wie fressen ich mich? Also so kurz noch Match, wie sind die Emotionen? Ja, es sind ziemlich ein bisschen Anspannung geworden, finde ich. Und dafür fällt es ein bisschen auf, ich bin ein bisschen hibbelig. Und ich trinke einen Sekt vielleicht. du warst als klarer Favorit im Startgang, wo es gepackt, wie warst du mit der Favoritenrolle? Ja, es ist ein Rumkommen am Anfang von Schweden an. Das hat schon nicht die beste Wurst. Du hast den Schuss nicht. Ich hatte stark in Durchfall, ja. Gott sei Dank gut gewonnen. Und ich hatte zum Schluss nichts mehr. Es ist kein Problem mehr. Und dafür hatte ich auch nicht so einen Druck, weil ich gedacht habe, okay, was? Ich weiß nicht, also Druck auf mich selber, weil ich gedacht habe, okay, das war nicht die beste Wurst für dran. Und ich gedacht, ja, kannst du rum. Und probier es da einfach. Und ich habe gut trainiert, ich habe mich gut gespielt. Und du hast relativ klar Matcher führen auf Final. Wie warst du ins Finale gegangen? Es war natürlich immer 20 Minuten zwischen Halbfinale und Final, was optimal ist, Final zu spielen. Und mehr schon einfach probiert komplett auf Null rauf zu gehen, weil gegen Luca ist ein ganz anderer Match. Und ja, und ich habe einfach probiert zu denken, okay, so, nicht mehr denken an Hugo und Erik, sondern einfach nur ruhig bleiben, auf dem Tisch spielen. Und, ja. Die kennen dich relativ gut. Hast du einen ganz klaren Plan am Kopf, wie es dir geht, oder hast du mehr auf den Coach gelöscht? Es war 50-50. Weil ich weiß, der Luca trainiert im Moment viel, dass er mich angreifen soll. So wo meine Taktik am Anfang mal gute Qualität rechtschlecht machen und hier vielleicht ein paar Fehler machen lassen. Und vom Johannes Kutscher gesagt, am Abschlag war keine Qualität so gerne, weil ein ganz guter Tipp war von ihm. So, gut Zusammenspiel von mir. Du hast verschiedene Drucksituationen am Match. Wie warst du mal da eins gehen? Ja, also, zu den Satz erzähle ich, von 10 Feier gemerkt habe, ich müsste Blödsinn machen. Und ob 12, 10, ja, was habe ich gewonnen? 14, 12. Ja, na, no, gucken wir die Woppe, sein Kerl. Mehr. Ich habe gesagt, das ist okay. So etwas könnte für so einen kleinen Klatsch. Und ich spiele so weiter, um das Vierer zu spielen. Und am dritten Satz, hier hat er gut gespielt. Er hat gut getroffen. Ein bisschen Angst. Du, am dritten Satz, da war wo ich wirklich ein bisschen verkrampft war. Ich dachte, okay, dreimal auf den Tisch geschummert. Und am vierten Satz habe ich mich locker gelöst und gesagt, okay, komm, du kannst das. Du warst gut. Okay, allerlei froh, was lief du in Novent? Ich weiß nicht. Ja, gibt's sich. Ja, gibt's sich, ich weiß nicht. Merci. Am
internationalen Tischtennis-Stimmung heute schon benannt am einzelnen Programm. Bei den Damen geht den Titel Obenheiz und Sarah Denütz. An der Finale kann sie sich mit 4-2 gegen Tessie Gundringer durchsetzen. Er ist schon der nächste Champions-Titel für Sarah Denütz. Bei den Herren kommt sich den Erik Kloth mit einer 4-2-Victoire gegen Richard Mladenovic den Titel sichern. Für den Kloth also den zweiten Titel. Für den Kloth. Das ist das neue Champion von Golf.